Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu Adobe Live. Eine Stunde voll Kreativität und Inspiration. Heute mit Marie Zieger und Adirektion und Typografie. Hallo Marie, herzlich willkommen. Hi Tanja, freut mich da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und herzlich willkommen an den Chat. Guten Morgen und ja, Marie, ich freue mich heute wahnsinnig, dass du hier bist und du hast uns auch ein sehr spannendes Programm mitgebracht. Du wirst uns ein, zwei Projekte zeigen. Also Marie ist Artdirektorin und Grafikdesignerin. Du arbeitest selbstständig in Wien und du arbeitest viel im Bereich Branding und Editorial Design für Magazine und Bücher und dein Stil ist unheimlich ästhetisch. Du zeichnest dich aus durch eine sehr ausgewählte, filigrane Auswahl und Einsatz von Typografie und also Schriftdesign. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil du hast uns heute ein, zwei Projekte mitgebracht, die du uns vorstellst, wo du auch so ein bisschen was zeigst, wie vor allem auch der Designprozess ist, so ein bisschen hinter die Kulissen uns auch schauen lässt, was, glaube ich, auch für die Community total interessant ist, zu schauen, ne, wie kommt man auf dann letztendlich das Endresultat, weil das sind ja auch meistens die Sachen, die man nicht so zeigt auf der Webseite oder auf Social Media. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für die Community, für uns alle. Und dann hast du noch ein großes Projekt mitgebracht. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf, was du uns da zeigst. Unser Herzprojekt. Euer Herzprojekt, ja. Das Reisemagazin, Online-Magazin. Und ja, ich glaube, das wird eine sehr tolle Stunde. Mit viel Kreativität, das muss ich hier mal schauen. Im Chat, hier sind schon wieder einige da. Hallo Thomas, hallo Andreas, hallo Helmut. Ja, also hier sind schon einige, glaube ich, sehr gespannt, was du uns heute so mitgebracht hast. Und noch ganz kurz, für alle, die auf YouTube zuschauen, kommt gerne rüber zu Behance. Hier gibt es eben den Chat und hier habt ihr jetzt eine Stunde Zeit, auch der Marie Fragen zu stellen, die ich ihr dann quasi weiterleite und du die dann beantworten kannst. Und genau, dann leite ich es einfach mal zu dir über. Ja, gern. Starten wir gleich rein. Genau. Also ich habe zwei kleinere Projekte oder mittelgroße Projekte mitgebracht, weil ich da einfach ein bisschen hineinschauen mag, wie diese Dinge auch entstanden sind. Also gerade auch wie ich etwas jünger war und so, hat es mich am meisten immer interessiert, wie die Dinge dann fertig geworden sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich führe euch da quasi mal ein bisschen durch und dann natürlich würde ich gerne über Echos reden, unser Reisemagazin, aber da kann man dann ja reinschauen. Genau, also gleich das erste ist die Vienna Brunch Map. Die ist entstanden mit Alice Cutter, einer ganz, ganz lieben Kollegin von mir vom Brunch Club. Und der Brunch Club war damals eigentlich ein Side-Project von ihr, wo es darum gegangen ist, eine Community einfach auch fürs Brunchen zu bilden. Indem sie sozusagen Pop-Ups gemacht hat in verschiedenen Lokalen, die Ruhetag hatten. Sie haben aber diesen Ruhetag genutzt, um dieses Pop-Up da zu machen. Das heißt, das Lokal hat dann eine Visibility einfach bekommen durch das Projekt und die Mädels haben quasi dort mehrere Leute einfach unterbringen können und Brunch selber kochen und servieren können. Und es war irgendwie ein total, total schönes Projekt. Und Alice ist auf mich zugetreten mit der Frage, ob wir zusammen eine Brunch-Map machen könnten. Sozusagen eine Landkarte von Wien, wo die besten Brunch-Places in Wien auch eingezeichnet sind, so als kleines Side-Project. Cool. Das war irgendwie, es war so ein nettes Projekt, weil sie einfach total viel Freude irgendwie an dem Ganzen gehabt hat und ihr das irgendwie unterstützen wollt. Und für mich war irgendwie auch der Anspruch dran, mit dem Projekt was auszuprobieren, was ich davor noch nie gemacht habe. Und ich habe mich schlussendlich dann entschieden dafür, das Cover von der Map selber zu illustrieren, als Nicht-Illustrator. genau, und da zeige ich euch ein bisschen, wie das entstanden ist. Also man sieht hier, als jemand, der aus dem Editorial Design kommt, hat das Ganze mal gestartet damit, dass ich mir eigentlich nur sowas wie eine Vorlage gebastelt habe, um da irgendwie auch herauszufinden, wo ich welche Elemente platzieren will. Also ganz grob, wie der Titel sein könnte, wo das Logo sein könnte, wo Text liegen könnte, aber eben dann vor allem für die Illu auch, wo welche Dinge auf der Seite platziert sind. Und
Ist aber wahrscheinlich auch spannend, oder? Dann für dich so in so ein neues Feld reinzuschnuppern, oder? Also es ist ja auch irgendwie immer dann so eine Herausforderung, wenn man sich dann mal an sowas Neues ranwagt. Ja, absolut. Also das ist da irgendwie eh schon ganz gut ersichtlich. Mir fehlt jegliches Vorstellungsvermögen für Perspektive oder Räumlichkeit. Und es war irgendwie diese Riesen-Challenge, weil ich wollte eben ein Still-Life von Brunch-Essen machen, unterschiedlichen Brunch-Food. Und da irgendwie mir das von einfach so vorzustellen, war völlig unmöglich. Deswegen ich mir irgendwie diese Vorlage machen musste, wie das dann halt sein könnte, wo diese Sachen auch platziert sind. Genau, und das halt wirklich ganz grob auch zu machen, weil ich glaube, das ist eines meiner besten Learnings aus Agenturjahren. Meine damalige Artdirektorin hat mir eigentlich immer gesagt, dass Entwürfe so grob wie möglich und so schnell wie möglich einfach gemacht werden sollen. Und das ist irgendwie was ich immer bis heute behalten habe. Und ich glaube, es hilft mir sehr gut, schnell Entscheidungen zu treffen, indem ich Dinge extrem grob mache. Also ich sehe oft Illustratoren, die so Scribbles machen, die dann wunderschön und perfekt ausschauen. Bin ich irgendwie weit davon entfernt. Also es muss am Anfang, finde ich, sehr grob sein, so wie da. Und einfach mal so eine erste Idee geben, wie das Ganze dann im Endeffekt ausschauen könnte. Yeah. Und weil mir eben so dieses komplette Vorstellungsvermögen gefehlt hat, wie das perspektivisch ausschauen könnte, habe ich mir daheim so ein kleines Setting aufgebaut. Das wäre nämlich eine Frage gewesen, wie du es dann letztendlich auch gelöst hast. Ich markiere hier auch die halbe Avocado. Genau, ich habe einfach die Dinge gekauft und sie hingelegt und das dann abfotografiert und ich bitte um Gnade für dieses grauenvolle Foto, aber so hat das dann im Endeffekt ausgesehen. Es ist wirklich, es sieht wirklich absolut nicht schmackhaft aus. Aber ja, das Ei ist da sehr schön positioniert. Bitte nicht nachmachen und schon gar nicht essen. ja, aber es hat einfach geholfen. Es hat wirklich geholfen, da die Perspektive zu sehen. Und ich mag das Bild eigentlich so gern, weil es für mich irgendwie repräsentiert, dass gerade in einem Zeitalter mit Instagram und Highlight Reels und so, wo du immer nur fertige Projekte siehst, die wunderschön und fast unfassbar ausgearbeitet sind, am Ende des Tages kocht trotzdem jeder nur mit Wasser und viele Projekte beginnen halt mit solchen grauenvollen Settings, um sich überhaupt mal im Klaren zu werden, wie das Ganze im Endeffekt ausschauen soll. Also es ist ein bisschen fake it till you make it. Und ja, auch total schön, dass du uns das mal so zeigst. Ne? Wenn gerade auch in einem Bereich, wenn du jetzt sagst, du machst sonst nicht so viel Illustration, wenn es für dich so ein bisschen ein neuerer Bereich ist oder einfach, ich glaube, das hat jeder so Bereiche, die da macht man mehr drin und Bereiche, da macht man vielleicht nicht so viel drin und dann sich auch so Wege zu suchen, wie man sich da selber irgendwie behelfen kann und wie man das, und dann ist es natürlich total naheliegend, dass man sich das selber nachbaut und ich finde das cool. Ich finde es auch cool, dass du es zeigst. Ja, also damit hat es definitiv begonnen. Ich erspare euch jetzt die endlosen Stunden, die ich gebraucht habe, um das dann Stück für Stück zu illustrieren, aber im Endeffekt kam das dann dabei raus. Also vom Prozess her war es dann so, man sieht ich habe einige Dinge nachfotografieren müssen, weil es dann im Endeffekt im Bild nicht so gut ausgeschaut hat oder weil die Perspektive nicht so schön war. Also dieses Sektglas zum Beispiel, eine zweite Avocado, diese Schüssel, also diese Bowl mit dem Bären, das ist dann alles noch in mehreren Schritten wieder fotografiert worden, dann das quasi nachgezogen worden, dann im Illustrator bestimmte Dinge auch einfach verschoben. Die Schattierungen, die Farben, ja, also diese ganzen Dinge haben mich viel Zeit gekostet als Nicht-Illustrator, aber im Endeffekt ist das rausgekommen und wir waren eigentlich beide dann doch ganz happy damit. Und genau, so wird das dann im InDesign alles zusammengeklopft. Also die Schriften sind dazu gekommen, die Logos, wir haben drei Farbsysteme gemacht, wo es darum gegangen ist, möglichst auffallend und laut zu sein, also auch weg davon, dass es jetzt das Essen reale Farben hat sozusagen, bis vielleicht auf das Eigelb. genau, aber da diese drei Welten einfach auch zu gestalten. Und in dem nächsten Schritt haben wir dann auch natürlich die ganze Karte gemacht. Also man sieht hier auf einer Seite die komplette Map von Wien mit den wichtigsten Straßennamen und dann die ganzen Brunch Places, die ich im selben Stil wie auch die Vorderseite illustriert habe, lauter kleinen Icons. Die hast auch alle du gemacht? Genau, richtig. Du bist ja rot.
Ja, das gibt's wirklich. Kann man vorbeischauen. Sehr gutes Brot. Genau, und auf der Rückseite dann eben noch der ganze Text, der dazu kommt, die ganzen Infos. Und es ist dann eben so eine kleine Faltmap draus geworden. So haben die dann im Endeffekt ausgesehen. Ich finde das Farbkonzept auch total schön. Das passt, also das sieht so yummy aus. Ja, also wir hatten viel Spaß dabei, uns da möglichst laute, lustige Farben auch auszusuchen, die schöne Kontraste haben. Mhm. Weil es sollte halt wirklich verspielt sein und es sollte auffällig sein und so sind die dann entstanden. Schön. Und Ruth hat ja aber auch schon im Chat gesagt, das Spiegelei ist doch auf den Punkt gebracht. Doch noch geschafft, dass es einigermaßen real ausschaut, ja. Genau. Okay. Und da hast die sind auf dich zugekommen und du hast dann das komplette, also wie war da die Zusammenarbeit? Die haben dir die Inhalte gebracht und du warst aber komplett für die Konzeption eigentlich, durftest du freigestalten. Genau, dadurch, dass es ein Side-Project war, haben wir uns wirklich auch einfach ausgemacht, dass jeder sich da ein bisschen drinnen selbst verwirklichen kann. Das heißt, es war sehr viel Vertrauen einfach da, sehr viel Offenheit für die Vorschläge vom anderen und wir waren da auch ziemlich auf einer Welle, was halt auch die Inhalte und das Gestalterische angeht. Also es ist schön irgendwie, wenn man Kollaboratoren findet, die einem auch so viel Raum geben, sich selbst auszuprobieren. Und genau das war es auch. Also ich habe die Inhalte bekommen, habe die eingefügt, das Ganze ist zur Korrektur gegangen. Aber ich habe genauso auch Feedback für die Illustrationen, für die Gestaltung bekommen. Aber es war ein sehr, sehr runder Prozess einfach. Schön, ja, ja. Weil es ist ja auch immer unterschiedlich, so wie du es gerade sagst. Aber gerade bei so freieren Projekten ist es natürlich super schön, wenn dir dann quasi in dem Sinne auch der Kunde irgendwie das Vertrauen schenkt, dass du deinen Job so machen darfst, wie du das gerne möchtest oder wie du es auch für das Projekt für angemessen hältst und für die beste Lösung. Voll. Also ich glaube, dass viele, egal ob es Kunden oder Side-Projects sind, viele Projekte auf das aufbauen, dass ein gegenseitiges Vertrauen einfach herrscht und dass jeder irgendwie die Expertise des anderen auch anerkennt und sich Raum gibt, sich da quasi auch ein bisschen auszutoben sozusagen und über Grenzen auch zu gehen, neue Dinge auszutesten, was zu probieren, was eben vielleicht nicht der erste Gedanke des Kunden war, aber der ihn dann doch überrascht. Und wenn das Vertrauen da ist, dann können wirklich coole Sachen auch entstehen. Ja. 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 Schauen wir weiter, oder? Hier kommt gerade eine Frage von Melanie. Hallo Melanie aus dem Chat. Sie fragt nämlich, wie stellt man es denn an, Kunden zu finden, die einen den Freiraum geben? Asking for a friend, Hashtag. Wow. Ja, eine gute Frage. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ein erstes Kennenlernen völlig abseits von irgendwelchen Gehaltsverhandlungen und so sich absolut auszahlt, um einfach zu schauen, ob die Wellenlänge auch stimmt. Also ich finde, es gibt manchmal Treffen, wo du in dem Moment einfach weißt, okay, let's get out of here and run far away. Schnell weg. Chemie nicht stimmt. Also Chemie ist ein weirdes Wort, aber ich finde, es existiert dann doch irgendwie auch in einem professionellen Kontext. Und ich glaube, man muss sich einfach kennenlernen und schauen, ob das passt, weil ich finde gerade auch gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, das sind alles Dinge, die auf so einer zwischenmenschlichen Ebene sind, die spürt man relativ schnell. Mhm. Also es gibt sie durchaus, die Projekte, wo ich auch im Nachhinein erst drauf gekommen bin, dass es vielleicht nicht die beste Zusammenarbeit war, aber meistens merkt man es recht schnell und ich finde, dieses erste Kennenlernen hat sich ausgezahlt. Ja, ja. Ja, stimme ich dir total zu. Ich glaube, so eine persönliche Wellenlänge ist so wichtig. Und hier wird auch gerade im Chat gesagt, Freiraumkunden machen alle glücklich und man hat das beste Ergebnis. Weil auch wenn dir das Vertrauen gegeben wird, dann arbeitest du ja auch gerne, gerne lieber an einem Projekt. Und dann ist man da auch mit Herzblut dabei. Und ich glaube, das merkt man dann letztendlich auch. Ja. Genau, und ich glaube auch, dass der Kunde im Endeffekt dann glücklicher ist, wenn er dir diesen Freiraum gegeben hat und du dann einfach auch eben mehr Herzblut, mehr Arbeit, mehr Energie reinsteckst. Also das spürt man, finde ich, auch oft beim Endergebnis, ob es so ein zäher Prozess war, wo man es nur schnell fertig kriegen wollte oder ob wirklich so ganz viel Liebe drinnen steckt und so. Also ja. Einfach am Anfang gleich mal checken, wie es passt oder auch nicht. Cool.
Schauen wir weiter. Mhm. Sehr gerne. Sehr gut. Das ist ein bisschen ein neueres Projekt, eigentlich eins der neuesten. Also neu ist ja immer relativ, weil bis Dinge im Portfolio landen, dauert es ja dann meistens ein Weilchen. Ich habe dann ja selbst schon lange dran gearbeitet. Aber es ist eine ganz schöne Kollaboration zusammen mit Katharina Zimmermann. Die war auch vor ein paar Wochen bei euch da. Ganz großartige Texterin und Reisebuchautorin. Und mit Marion Luttenberger, fantastische Fotografin. Also super schönes Team von vornherein. Und zwar durften wir für Sandra Papst, die wunderschöne junge Frau in der Mitte, ein Rebranding machen. Sandra arbeitet als Kosmetikerin in Graz und hat eine Art Beauty-Salon-Spa dort, wo sie Hautbehandlungen macht, aber auch diverse andere Beauty-Behandlungen. Und es ging eigentlich darum, ein Rebranding für sie zu machen, weil sie mit ihrem alten Logo nicht mehr ganz happy war. Und es ist relativ schnell klar geworden, dass da einfach eben auch hundertprozentiges Vertrauen da war, weil Sandra eben gemeint hat, Leute, macht's, was ihr für richtig hält. Ich vertraue euch da irgendwie voll. Und es soll halt nicht jetzt einfach nur so schnell ein neues Logo werden, sondern es sollte halt wirklich ein Konzept sein und es sollte irgendwie ein groß gedachtes, holistisches Projekt werden. Und genau, die Ausgangsbasis ist eigentlich die, dass Sandra mit sehr viel nachhaltigen, biologischen, wirklich hochwertigen Produkten arbeitet, weil sie selber so ein Anliegen ist, da in dieser Schiene auch zu arbeiten. Und aber andererseits auch, dass sie diese Räumlichkeiten, in denen die sich befinden, sehr ruhig, sehr angenehm, also es ist eher alles dunkel gehalten, aber man fühlt sich instant wohl. Und die Voraussetzung für das Projekt war auch, dass wir uns alle einer Behandlung von ihr unterziehen. Und es ist schon wirklich so gewesen, man fühlt sich bei ihr in wahnsinnig guten Händen und wahnsinnig gut aufgehoben. Also du trittst, wenn du in diesen Raum trittst, auch in so eine Komfortzone ein und hast halt wirklich so kurz, schaltest ab vom Tag, schaltest ab vom Stress und bist halt dann wirklich nur dort und lässt dich quasi von ihr verwöhnen in dieser einen Stunde, in der du da bist. Also richtig, richtig schönes Gefühl. Auch ein cooler Einstieg in so ein Projekt, weil hier kam nämlich gerade noch mal eine Frage auch von Tim, die passt da vielleicht auch ganz gut dazu, wo du das jetzt gerade so gesagt hast, das ist ja dann quasi so ein bisschen auch wie das Briefing von dann dem Kunden, oder? Wenn ihr das tatsächlich mal selbst auch so nachempfinden oder da mitfühlen oder das erleben dürft. Weil Tim hat ja auch gefragt, ob es auch Kunden gibt, wenn sie so gar keinen Brief geben. Also wie weit ist Freiraum und ab wann wird es dann vielleicht auch schwierig tatsächlich, wenn man gar keinen Brief mehr bekommt? Stimme ich völlig überein. Also ich finde, gar keine Grenzen und gar keinen Rahmen zu haben, ist total schwierig. Also so ein weißes Blatt vorgelegt zu kriegen und zu sagen, mach einfach mal, fast unmöglich für mich irgendwie oft. In dem Fall war es halt einfach so, dass wir quasi durch das, dass wir diese Behandlung auch erfahren haben, dass wir diesen Ort erlebt haben, dass wir sie auch kennengelernt haben, dadurch ein gewisser Rahmen entstanden ist, weil du ungefähr gewusst hast, worin du dich bewegst, was ist die Sprache, die sie sprechen will, was sind die Bilder, die sie zeigen will. Und ich finde, man kann sich dann, auch wenn jemand sagt, ich vertraue dir, mach, was du glaubst, was am besten passt, man kann sie das dann schon auch selber oft erspüren, wenn du halt irgendwie ein Gefühl für die Person auch kriegst. Also ich finde, es muss jetzt nicht immer ein fertig runtergeschriebenes Briefing sein, sondern es kann eben auch auf so eine Art und Weise kommen. Und in dem Fall, wie du richtig gesagt hast, war allein die Behandlung irgendwie eine Art Briefing, weil unser ganzes Konzept dann auf diesem Gefühl halt auch aufgebaut hat und deshalb irgendwie sich auch dann, glaube ich, so rund anfühlt. Also es war dann halt wirklich so, dass wir irgendwie diesen Eintritt in diese Komfortzone zum Hauptmerkmal eigentlich gemacht haben. Und so ist dann diese Dreistufigkeit sozusagen entstanden, vom Alltag in eine Begegnung bis hin zur Komfortzone, weil du wirklich so, und das zeige ich euch jetzt da ganz kurz, du startest halt quasi einfach, dass du in deinem Alltag im Stress quasi drinnen bist, dass du extrem viel zu tun hast, irgendwie keine Zeit und auch keine Muße hast, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und ein bisschen wieder bei dir zu bleiben. Und die Katharina hat das wunderschön getextet, indem sie gesagt hat, die Welt ist bunt und du bist ein Teil davon. Während die Marion das begleitet hat dann mit dieser fotografischen Sprache. Also es geht hier drum, wir haben uns hier einfach mit Menschen auch beholfen,
die in drei Schritten, zu denen in drei Schritten eigentlich immer näher gekommen wird. Und es beginnt eben, dass die Person sehr weit weg ist, dass sie eingespiegelt ist in dieser ganzen Umwelt, in der sie existiert, dass sie auch nicht wirklich herschaut, sondern mit was anderem beschäftigt ist und quasi sehr weit weg einfach auch noch von der Perspektive her erscheint. Im zweiten Schritt entsteht dann die Begegnung mit Sandra. Du hast die Entscheidung, die aktive Entscheidung getroffen, dir Zeit für dich zu nehmen und ein bisschen mal raus aus diesem Alltag zu treten. Und du kommst irgendwie dort an, du kriegst was zu trinken, du fährst halt quasi so langsam runter. In diesem zweiten Schritt kommst du also auch dir irgendwo näher und das wird auch in der Fotografie wieder gespiegelt. Also du siehst doch, der Fokus ist ein ganz anderer, du bist viel näher dran, aber die Person ist auch dir zugewandt und sieht dich auch an. Also es ist auch, es ist die Aufmerksamkeit irgendwie viel stärker da und du bist der Person einen Schritt näher. Im dritten Schritt, ein weiterer Schritt zu dir, bist du dann in dieser Komfortzone drinnen, du bist in wirklich guten Händen, jemand hilft dir dabei, dass du quasi abschalten kannst und kümmert sich für dich und bist quasi somit am nächsten bei dir dran. Und weil es ja doch irgendwie viel mit Haut und Gesichtern zu tun hat, wollten wir da auch bewusst sehr nah rangehen. Das ist zwar eine gewisse Intimität, die dadurch entsteht, aber in dem Fall bist du ja quasi wie so diesen Prozess gegangen, von weit weg zu immer näher und es fühlt sich dann irgendwie gut an, dann da quasi auch bei dir anzukommen. Und genau das wird halt mit diesen Texten und mit diesen Fotos auch wieder gespiegelt und bist dann quasi sehr nah dann dran. Genau. Und meine Aufgabe war irgendwie auch, diese ganzen Welten eben zusammenzubringen. Und so sind diese drei unterschiedlichen Welten entstanden. Ich merke gerade, dass ich ein Fable für drei Welten habe. genau, diese drei Farbsujets, diese drei Personen. Also uns war es da auch bewusst wichtig, unterschiedliche Gender zu nehmen, unterschiedliche Herkunft zu nehmen und dann irgendwie zu schauen, dass man das auch mit Farben, also mit Farbsystemen quasi kombiniert. Und das auch irgendwie so überlagert, dass du auch wieder diese drei Schritte, 3, 2, 1, sozusagen wahrnehmen kannst. Und von dem Konzept ausgehend haben wir dann diese kleinen Mini-Magazine entwickelt, die sozusagen diese ganze Welt auch vorstellen. Und es ist genauso auch Info und Preisliste dabei. Aber du kriegst du dieses Intro in Sandras ganzes Denken und in ihrer Vision, was dieses Geschäft eigentlich sein soll. Ruth sagt hier auch gerade, sorry, dass ich dich unterbreche, Ruth sagt hier auch gerade im Chat eine Designgeschichte, total interessant, also dass ihr da so diese ganze Geschichte außenrum baut und das ja dann auf diese Art und Weise auch und auch unheimlich ästhetisch und dann so sehr persönlich auch dadurch kreiert. Das finde ich total spannend daran. Ja, es ist wirklich, glaube ich, gerade in dem Fall auch so wichtig, auf diese persönliche Ebene zu kommen, weil dass jemand die seine fremden Hände in dein Gesicht legt, ist ein wahnsinnig persönlicher Moment auch und dass man das auch machen lässt mit sich. Mhm. Und ich glaube, es hat auch viel mit Vertrauen und Intimität zu tun und das war uns da sehr wichtig, das auch wiederzuspiegeln. Und ich mag das ganz gern auch bei diesen Magazinen vor allem, also gerade auch diese Printprodukte, dass du, indem du, man sieht es da vielleicht ein bisschen, es sind drei verschiedene Papierblätter sozusagen, die übereinander liegen und die du einzeln aufklappen kannst. Und mit jedem Aufklappen wird das Gesicht auch offenbart. Also du siehst das Gesicht am Anfang nur abgeschnitten und du kommst auch der Person quasi wirklich so manuell immer näher. Und das Ganze wird auf den jeweiligen Rückseiten immer mit Text noch unterstrichen, wo Katharina einem so diesen Einstieg in die Welt irgendwie sehr schön klar gemacht hat. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zum Logo. Wir haben, also, oder vielleicht noch wichtiger zu dem Claim, Mindful Cosmetic ist eigentlich entstanden, weil Katharina gemeint hat, auch Kosmetik ist eh klar, sie ist bis zum gewissen Grad Kosmetikerin, aber es ist halt irgendwie so viel mehr. Und es ist auf der einen Seite wirklich diese Mindfulness bei den Produkten und bei den Anwendungen, die sie macht, dass hier wirklich so viel Gedankengut dahinter ist, dass es hohe Qualität ist und sehr nachhaltig ist. Aber auf der anderen Seite hat es schon was auch mit Mindfulness, dass man sich eben diese Zeit nimmt, in einen Rückzug zu gehen, dass man sich die Muße nimmt, einfach mal ruhig zu sein, für sich zu sein, sich mit wenig zufrieden zu geben, nicht mehr zu wollen, sondern einfach da mal ganz kurz einen Gang runterzuschalten. Und so ist Mindful Cosmetic entstanden, was für uns alle echt der absolut passende Claim sozusagen war.
Und mir persönlich war es dann noch wichtig, es zu unterstreichen durch diese zwei Typografien. Also wir haben da die Domain Display und die Swiss, die sehr konträr einfach sind. Aber es war halt wichtig, durch die Domain irgendwie diese Femininität, diese Weiblichkeit, dieses sehr warme und freundliche auch darzustellen, aber mir persönlich fast noch mehr diesen Kontrast doch zu geben, weil extrem viel Handwerk und Technik da dahinter ist. Also ich war selber total erstaunt eigentlich, was da alles dahinter steckt und wie viel Sandra einfach auch in diesem Gebiet weiß. Und drum kam diese technische Font eben auch noch dazu. Und so sind die zwei ein schönes Wechselspiel und das zieht sich eigentlich dann später auch durch die ganzen Drucksorten, die entstanden sind. Also da sieht man vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, dass auf den jeweiligen Rückseiten diese Welten auch textlich sehr schön beschrieben werden und wie das dann quasi funktioniert, dass eine Seite nach der anderen aufgeschlagen werden kann. Ich finde es unheimlich inspirierend, wie du, also du hast so einen sehr ästhetischen Umgang und einen sehr bedachten Umgang mit Schrift. Das finde ich total, das flasht mich total. Ich finde es unheimlich schön, auch jetzt, wie du es gerade erzählt hast, wie du dann letztendlich oder wie ihr die Entscheidung für die Schrift dann auch getroffen habt und wie das dann aber auch im Zusammenspiel ist mit das, was ihr auch mit der Fotografie, mit den Personen umgesetzt habt, wie man da diese Persönlichkeit hin zu dem, was ja mehr wie ein Produkt ist quasi, dann das auch tatsächlich so persönlich auch gestaltet. Ja, und da hat Marion halt einfach auch echt ein ganz großartiges Händchen dafür, Leute auf eine Art und Weise irgendwie auch abzulichten, die sehr ästhetisch ist und gleichzeitig auch sehr persönlich. Also ich finde es ja total schön, dass wir da drei so unterschiedliche Menschen auch hatten, die so unterschiedliche Charaktere auch irgendwie darstellen, weil es halt auch wirklich wichtig war zu zeigen, Hautpflege, runterkommen, diesen Raum für sich nehmen, das kennt irgendwie jetzt kein Alter, das kennt irgendwie kein Geschlecht, sondern das ist für alle irgendwie wichtig und das ist irgendwie so eine total schöne Range, die wir da mit den Farben und den Schriften und eben auch den wunderbaren Texten, glaube ich, gut zusammengefügt haben. Also ja, Collaboration ist das Beste. Dazu habe ich eine Frage, weil du es gerade gesagt hast, Marion, hast du kennst du bestimmte Leute, dass ihr immer wieder miteinander dann an Projekten arbeitet oder kommt da auch manchmal dann irgendwie neue Leute von der Kundenseite quasi aus dazu oder wie ist das so bei dir oder arbeitest du auch viel im Team, quasi also in Kollaboration oder wie handhabst du das so? Also eigentlich fast ausschließlich mittlerweile in Kollaborationen, weil ich halt da mit der Zeit irgendwie gemerkt habe, dass die eigene Arbeit sehr eindimensional bleibt, wenn man eigentlich immer nur allein daheim sitzt und ohne Feedback so vor sich hin arbeitet. Also ich habe recht bald irgendwie auch, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, die Lust dran verloren, Dinge allein zu machen, weil es einfach auch nicht so gute Projekte sind. Und so ist es eigentlich entstanden, dass sehr viele Dinge in Zusammenarbeit stattfinden. Und in vielen Fällen, in den meisten Fällen ist es mit einem Texter, also ich arbeite mit zwei ganz großartigen Texterinnen regelmäßig zusammen, ist die Katharina Timmermann eben und die Barbara Klein, aber auch mit anderen. Oft kommen dann Fotografen dazu, manchmal Illustratoren und mittlerweile arbeite ich auch öfters mit anderen Grafikern zusammen, weil selbst dadurch ein Projekt einfach so viel stärker werden kann und so viel mehr Energie und Geschichte irgendwie bekommt, wenn zwei Grafiker auch mitdenken und sich da gegenseitig spiegeln und herausfordern. Also es ist durchaus mittlerweile auch in meinem eigenen Bereich quasi ein Mix. Und ja, ich glaube, man tendiert dazu, oft mit ähnlichen Leuten zu arbeiten, mit denen man gern zusammenarbeitet. Also das ist durchaus so, dass ich viele Projekte mit ähnlichen Leuten mache, aber es kommen dann doch immer wieder mal neue dazu über Empfehlungen von wem anderen oder kennst du schon den oder eben wirklich, wie du sagst, auch von einem Kunden, der schon einen Fotografen mitbringt. Und so mischt sich dann schon ganz gut durch. Also ich versuche auch bewusst immer wieder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dass es quasi so eine gute Mischung zwischen beiden ist. Ja, ja. Nee, ich glaube, ich habe es auch nur gefragt, weil das ist ja gerade für Selbstständige und One-Man, One-Woman-Shows ist das ja doch auch immer wieder so ein Thema. Ne? Arbeite ich alleine? Hat man auch das Netzwerk? Hat man die Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet, genau, die dann irgendwie auch unterschiedliche Bereiche abdecken und so? Und ja. Aber so wie du sagst, da bin ich ganz deiner Meinung, dass es auch schön ist, was da nochmal
so sich auch an Synergien irgendwie ergeben. Und ja, und das sieht man ja hier an dem Endprodukt, was total, also was wunderschön eben auch ist. Ja, es ist halt auch so, es hat zwar jeder irgendwie seine Kompetenzen in dem Projekt, aber was so schön gemeinsam entsteht, ist, wenn alle drei mitdenken und alle drei einfach ihre Ideen und Gedanken halt einbringen. Also dass da nicht einfach nur das immer abgegeben wird, sondern viele Dinge sich einfach komplett vermischen oder Farben aufgrund von Fotos ausgesucht werden, aufgrund von Text. Und also ich mag es extrem, wenn diese Dinge dann übergreifen und wenn halt das wirklich so miteinander auch connected und sich total vermischt und diese Ideen dann irgendwie auch so zusammenfließen. Und ja, ich glaube, das ist da einfach von Anfang an da gewesen, plus großes Vertrauen auf Kundenseite. Und wir sind, glaube ich, alle vier sozusagen sehr happy damit, wie es im Endeffekt geworden ist. Cool, ja, ja. Ja. Das ist ja dann immer der beste Ausgang für ein Projekt. Ein bisschen was Positives muss ich schon auch erzählen über Prozesse. Manchmal läuft es halt einfach wie am Schnürchen. Nein, also es war natürlich so, dass da auch ganz viele Dinge entstanden sind, die vielleicht jetzt nicht perfekt gepasst haben, aber eben da der Austausch, der war so wichtig, einfach damit das halt dabei rausgekommen ist. Also ich will eigentlich gar nicht wissen, wie es ausgeschaut hätte, wenn ich es allein gemacht hätte oder einer von den Mädels es allein gemacht hätte, weil es so viel Reichheit einfach bekommen hat durch die Zusammenarbeit. Ja. Mhm. Ja, schön. Ja. Und ich kann mal noch hier ganz kurz auch für die Community nämlich auch sagen, ne, du hast ja auch eine Webseite, da gibt es nämlich noch viel, viel mehr Projekte auch zu sehen. Schaut gerne mal vorbei, marietieger.com. Genau. Und auf Instagram bist du auch und auch auf Behance. Und ich finde, also ich habe mir deine Projekte angeschaut und so wie hier, ich finde es einfach total faszinierend, so ein unheimlich ästhetischer Umgang und passender Umgang mit Schrift. Und es ist nicht laut und es ist aber so passend und verleiht ihm irgendwie so einen Charakter und so, ja, einfach eine schöne Ästhetik, dass das so catchy auch ist. Ja. Dankeschön. Ja, also ich finde, Typo hat mich eigentlich immer schon begleitet und es ist einfach bis heute irgendwie eins der Herzstücke von den Projekten, die ich, glaube ich, mache, oder das Herzstück eigentlich. Also Typografie zieht sich irgendwie durch die Projekte durch und ich finde, es hat einfach extrem viel Kraft, welche Schriften man miteinander verbindet und wie sie dann sozusagen auch mit Bild und Farbe und Illustration gemeinsam funktionieren und ja, es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Aber man braucht ja auch das Händchen, ne? Also so, das ist ja auch nicht immer so einfach, dann gerade so bei der Kombination von Schriften. Und da sieht man schon, dass du auf jeden Fall sehr viel Erfahrung und sehr viel Talent da auch hast, dass du da schöne Kombinationen auch entwickelst, auch passend dann zu den jeweiligen Projekten. Ja, also es nimmt definitiv auch viel Zeit einfach am Anfang in Anspruch. Also ich versuche mir bei den Projekten immer viel damit zu befassen, was für Schriften wirklich auch zusammenpassen könnten. Probiere da unterschiedliche Dinge aus. Also es ist viel auch einfach so eine Feeling-Sache bis zu einem gewissen Grad, dann einfach zu merken, okay, irgendwie die zwei klicken miteinander. Und da ist einfach viel Recherche am Anfang notwendig. Also ich verbringe wirklich oft Stunden, mich durch irgendwelche Foundries und Schriftportale zu klicken und noch und zu recherchieren, was es da wieder Neues gibt, was wieder rausgekommen ist und wie diese Dinge auch miteinander gut funktionieren können. Also es ist definitiv was viel Zeit braucht. Aber ich glaube, wenn die mal investiert ist und wenn es sitzt, dann ist es ein bisschen ein Selbstläufer. Also es funktioniert dann einfach sehr gut. Also gerade vor allem in großen Buchprojekten, die über 150, 200, 300 Seiten gehen oder so, da muss das halt wirklich sitzen, weil du nicht wie beim Branding einfach jetzt nur auf einem Logo so quasi präsentierst, wofür das Ding steht, sondern du musst es halt auf 200 Seiten machen. Und das ist halt einfach viel Platz, wo es eine ganze Geschichte erzählen können muss. Und dafür müssen die Schriften halt irgendwie von Anfang an sitzen. Also mir ist es lieber, da am Anfang irgendwie viel Zeit zu investieren und dafür dann sehr happy zu sein über den ganzen monatelangen Prozess, den es dann braucht, das ganze Buch zu setzen sozusagen. Ja, nee, klar. Katrin im Chat fragt, hast du einen All-Time-Favorite-Font? Oh wow, All-Time-Favorite-Font. Jeez. Also definitiv die
Windsor, die ich euch jetzt dann gleich vorstelle für Echos, ist echt sowas, was total an mein Herz gewachsen ist. Aber schauen wir vielleicht weiter, dann kann ich es euch sagen. genau, Echos. Ja. Ein großes Herzprojekt. genau, also Echos Magazine ist ein Online-Reisemagazin, das ich zusammen mit Katharina Maria Zimmermann, jetzt zeige ich sie euch mal, gegründet habe, 2018. Genau, und es ist grundsätzlich eigentlich daraus entstanden, dass wir beide sehr viele Reisen, also generell viel gereist sind in unserem Leben und dann begonnen haben, viel gemeinsam zu reisen und sehr schöne, sehr lange, sehr abwechslungsreiche Reisen zu machen und viel fotografiert und einfach mitgenommen haben von den Reisen. Und diese Fotos liegen auf diversen Harddrives und irgendwie haben wir uns gedacht, so was, irgendwie muss mehr damit gemacht werden, weil es ist so schade drum. Und was auch dazu kommt, ist, dass wir einfach sehr viele Dinge unternommen haben und sehr viel unterschiedliches Programm gemacht haben und sehr viele unterschiedliche Dinge gesehen haben, Leute kennengelernt, an wunderbaren Orten waren, in Restaurants waren. Also sehr, sehr klasse, tolle, lange Reisen auch gemacht haben, zu denen wir halt auch viel Feedback bekommen haben. Also dass Leute gesagt haben, es schaut so cool aus, was ihr macht oder wo seid ihr da genau gewesen oder gibt es irgendwelche Tipps für die Stadt, die ihr sharen könnt mit uns. Und irgendwie ist dann so die Idee gekommen, wieso verpackt man das nicht irgendwie in Reiseberichte, die einerseits diese Fotos, also wo diese Fotos dann zu Hause finden können, aber wo auch diese Geschichten Platz finden können, weil Katharina eben wunderschöne Texte schreibt und wir so viel Infos einfach auch gesammelt haben von Orten, an denen wir waren, dass wir uns dann gedacht haben, wir würden gerne dieses Online-Magazin machen. Und das ist ein sehr schönes Foto aus, ich glaube aus Mai 2018, wo wir in einem Café in Wien gesessen sind und Namen gebrainstormt haben, wie wir das Ding nennen können. Und Echos ist dann im Endeffekt der Name geworden. Das ist eine Frage gewesen. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Grundsätzlich haben wir eigentlich alles Mögliche gesammelt, was wir gut finden könnten oder was wir passend finden könnten. Aber Echos ist hängen geblieben, ganz einfach, weil es so ein Facettenreichtum hat an Bedeutungen. Also ich finde den Gedanken total schön von einem Echo, dass wenn du Gedanken oder wenn du quasi raus in die Welt gehst, dass du mit so viel zurückbekommst irgendwie auch. Und wenn du mit guten Dingen raus in die Welt gehst, so viel gute Dinge auch zurückbekommst. Und dass dieses Echo irgendwie auch immer für uns repräsentiert, weil wir mit einer Offenheit und mit einer Neugierde an diese Orte auch gekommen sind und diese Menschen kennengelernt haben und so viele wundervolle Erfahrungen, Eindrücke, Erlebnisse, Geschichten zurückbekommen haben, die uns eigentlich als Menschen so viel reicher gemacht haben. Mhm. Und das ist dann irgendwie, das war dann in diesem Wort Echo oder in dem Fall Echos, Mehrzahl Echos, so schön wiedergespiegelt, dass das dann irgendwie auch der Name geworden ist. Mhm. Genau, ja, und genauso wollen wir jetzt quasi ja auch durch das Magazin irgendwie was rausgeben, um Leute da zu inspirieren oder ihnen Ideen zu geben oder sie einfach mit schönen Bildern glücklich zu machen. Wahnsinnig schöne Bilder. Da bin ich fest gespannt, dass du uns da auch ein paar zeigst. Und was ich aber auch so schön finde, ich habe das, ich weiß nicht, bei euch auf Instagram oder glaube ich auch auf der About-Seite, bei der Webseite gelesen, dass ihr auch so Sachen wie, also Thematiken mit einbringt, Mut, also von Thema Mut oder sich selber auch so ein bisschen zu überwinden mit dem Reisen. Also dass ihr da von ganz unterschiedlichen Seiten auch quasi rangeht, das finde ich so schön. Ja, es ist wieder, wie wir vorher über die Projekte geredet haben, es schaut viel oft sehr shiny aus und sehr easy und schön und krass und so, aber es ist oft viel mehr halt dahinter und uns war es da schon irgendwie auch mal wichtig, einen Artikel auch drüber zu schreiben, wie viel Angst zum Beispiel bei Reisen oft dabei ist, vor allem als junges Frauenteam sozusagen, kommt man einfach in Situationen, die oft nicht so lustig sind oder die oft irgendwie echt creepy werden. Und es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen beim Reisen, sondern man sagt ja, man verlässt der Komfortzone und das hat auch einen Grund, weil es oft nicht komfortabel ist oder
manchmal sind so Sachen wie Kakerlaken in einem Zimmer und du denkst so, wieso bin ich jetzt in der Situation und was soll ich jetzt machen? Also auch diese Dinge passieren. Man schaut sich ein schönes Hausboot auf Airbnb an und freut sich wahnsinnig, da jetzt 3 Tage zu schlafen und vergisst aber, dass auf Hausbooten, also in der Nähe von Wasser, ganz viele Spinnen einfach leben. Also, es ist so, es sind unterschiedliche Sachen, ja. Und ja. Wie immer sieht man halt nur diese ganzen schönen Dinge und uns ist es halt wichtig, solche Geschichten genauso zu erzählen und diese ganzen absurden Erlebnisse, die man einfach auf Reisen auch macht, wenn man sich dem mal hingibt und wenn man nicht alles komplett durchplant, sondern einfach sich auch mal treiben oder mitnehmen lässt. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Erfahrungen aber auch zu machen, weil gerade die einerseits die besten Anekdoten ergeben, aber andererseits auch einem so viel beibringen über einen selbst und wie man selbst in solchen Situationen eigentlich umgeht mit Dingen. Und vor allem für euch total schön oder für einen selbst, wenn man reist, total schön. Und wenn man solche Erlebnisse und solche Erfahrungen machen kann, die einen ja auch selbst irgendwie weiterbringen und wachsen lassen. Absolut. Und, aber auch umso schöner, dass ihr das dann auch teilt und irgendwie den anderen, also anderen Leuten auch zugänglich macht. Genau, also ich glaube, es soll halt einfach auch wenn man sich vielleicht manchmal ein bisschen fürchtet vor der Ungewissheit, soll es halt trotzdem Mut geben, dass ganz viele schöne Dinge in der Ungewissheit auch zu finden sind. Und das war uns einfach wichtig. genau. Und vielleicht ganz kurz noch, wie das Logo auch entstanden ist, also jetzt nur von der grafischen Seite mal. Es war mir einerseits irgendwie wichtig, diese Topografie irgendwie vielleicht auch ein bisschen von den Landschaften aufzugreifen. Aber auf der anderen Seite war eben auch dieses Echo an sich irgendwie ein Thema, wie man das halt vielleicht grafisch interpretieren könnte. Also das waren so die ersten so Grundgedanken sozusagen. Und dann sind halt mal erste Versuche dabei entstanden. Und es ist irgendwie auch gerade bei Side Projects ganz lustig, wenn man irgendwie ja niemanden hat, wie wir vorher geredet haben, der einem irgendeinen Rahmen gibt, außer man selbst. Und man weiß irgendwie gar nicht genau, wo man jetzt starten soll. Und da muss man einfach in alle Richtungen mal probieren. Schön, dass ihr da zu zweit ja immer hin seid, oder? Und euch da untereinander zumindest auch abstimmen könnt und euch Feedback geben könnt, oder? Katharina gibt das beste Feedback. Streng, aber gut. Das ist ja gut. Nein, voll. Also sehr, sehr harmonische Zusammenarbeit und viel, viele Dinge, die ich auch von ihr schon gelernt habe, indem sie mir einfach Feedback gegeben hat von jemandem, der eben keine Grafik macht, sondern was anderes. Und es ist echt wichtig, da glaube ich irgendwie auch das Echo zu bekommen, weil du sonst irgendwie Dinge für total selbstverständlich nimmst. Die es eigentlich nicht sind für wen anderen. Und somit, ja, haben wir da einfach sehr viel herumprobiert, wie man halt mit diesem Echo eben auch umgehen kann. Nehmen wir eine Serifenschrift, nehmen wir keine Serifenschrift. Also da auch ein bisschen sich so in die Welten hineinzufühlen. Und das hat sich irgendwie für mich oder für uns gar nicht rund angefühlt, dass das All Caps ist oder dass es eine von diesen ganz klaren Welten sozusagen ist. Und irgendwie auch dieses Echo an sich, diese sehr runden, perfekten Kreise haben sich nicht ganz rund angefühlt für das Projekt, weil es ja doch ein bisschen, nicht handgemacht, aber eben so ein bisschen unperfekter halt auch anfühlen sollte. Und dann ist in einem anderen Schritt eben jetzt schon mehr dieses eher topografische, dieses bisschen... Also es ist nicht mehr so gerade, ein bisschen eckige, kantige, ein bisschen bewegliche auch dazugekommen, das aber trotzdem irgendwie auch dieses Echo noch widerspiegeln sollte. Und auf der anderen Seite bei der Schrift sind wir in eine Groß-Kleinschreibung gegangen, weil es sich irgendwie besser angefühlt hat, irgendwie war es wärmer, zugänglicher, sympathischer und es war nicht so austauschbar. Und wir haben gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen eine eckige, kantigere Schrift sein sollte, also wieder weg von dieser Perfektion. Und da bin ich dann auf die Windsor gestoßen, das war so ein Erstversuch, ist eigentlich eine alte Schrift, Anfang 20. Jahrhundert, in Großbritannien entstanden und ist eigentlich entwickelt worden so als elegante Posterschrift sozusagen. Nur, dass das irgendwie nicht so ganz hingehört hat, weil, glaube ich, der Schriftendesigner so stark versucht hat, diverse Buchstaben bewusst anders zu machen, dass sie für mich jetzt irgendwie mehr so was bisschen Lustiges, Schrulliges sozusagen auch hat. Also wenn man sich zum Beispiel
die schräge Punze im O anschaut oder dieses schräge E. Also es sind sehr weirde Serifen irgendwie auch, die sehr übertrieben auch ein bisschen wirken. Und es kriegt dadurch so ein bisschen was Lustiges auch. Also ein bisschen so eigenartig Komisches auch. Und das habe ich sofort mega sympathisch gefunden. Also es ist definitiv eine meiner Lieblingsschriften, weil ich mag dieses Schuldige dran an diesen Buchstaben. Also gerade auch, man sieht es da jetzt leider nicht, was nicht dabei ist, aber das kleine A von der Schrift müsst ihr euch mal anschauen. Also es ist sozusagen eine Schräge drinnen, die einfach völlig absurd ist. Wie kommt man auf die Idee? Also einfach nur bewusst anders machen und dann kommt das raus. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass sie eigentlich super elegant sein soll. Aber genau. Es ist auch lustig, dass du jetzt gerade das Charakteristika gesagt hast, sympathisch. Das finde ich nämlich auch. Die wirkt so sympathisch irgendwie, weil die ja durch dieses Kippen und durch dieses Weirde so ein bisschen vielleicht nicht so perfekt ist, wie sie gestaltet sein sollte oder was der Grundgedanke vielleicht davon war. Genau, ja, voll. Also ich stimme da total zu. Es ist irgendwie, hat es was Nettes, weil es halt so ein bisschen schrullig ist. Und genau, da sieht man jetzt nochmal ein bisschen besser, versucht zu spationieren, ein bisschen dicker, ein bisschen kompakter gemacht nochmal. Die topografische Karte sozusagen im Hintergrund ist bewusst ein bisschen wackelig geblieben, also auch nicht so jetzt ganz perfekt. Wir haben dann noch quasi den Subtitel Notes from Yonder dazu gefügt und so ist eigentlich im Endeffekt dieses Logo dann auch entstanden. Also sind nach wie vor eigentlich ganz happy damit. Und genau, hier wieder, das ist ein kurzer Einblick, wie die Website ausschaut. Ihr könnt es euch dann online auch anschauen, aber dadurch, dass wir halt weder Programmierer noch Webdesigner sind, war das auch wieder so ein bisschen Learning by Doing, quasi mit Cargo Collective, das ist so ein Template-Programm, haben wir dann das Online-Magazin quasi selbst zusammengebastelt und ja, mittlerweile sind schon doch einige Geschichten drauf gelandet. Also es füllt sich mehr und mehr, man sieht da eh schon ein bisschen Einblicke auch in diverse Artikel. Und wir haben im Grunde eigentlich drei Hauptkategorien sozusagen. Das erste sind die Travelogs, die einfach diese ganz großen Reisen, also diese Roadtrips meistens dokumentieren. Die sind bei uns zwischen 2 und 4 Wochen, würde ich sagen, wo wirklich der Besucher auf diese ganze Reise mitgenommen wird. Also das heißt, ich mache auch so kleine Karten, die ich illustriere, wo die genaue Route eben beschrieben steht. Und dann erzählt Katharina Geschichten, die uns auf der Reise passiert sind oder erzählt von den Orten, die wir gesehen haben. Und das Ganze wird mit unseren Fotos, die wir beide eigentlich machen, mittlerweile untermalt sozusagen. Ich wollte es auch gerade fragen, wie teilt ihr euch da auf? Also ihr macht das ja zusammen. Du hast es gerade gesagt, ihr fotografiert beide. Schreibt sie ausschließlich die Texte oder wie teilt, oder habt ihr da irgendwie überhaupt so ein bestimmtes Raster, wie ihr das macht? Oder float es irgendwie so von Geschichte zu Geschichte? Also Katharina ist definitiv der Text- und auch Fotografie-Wizard bei dem Ganzen. Aber wie es halt so schön ist, bei eigenen Projekten kann man einfach sich wieder mal in neue Gefilde begeben. Und mir persönlich war es einfach auch ein Anliegen, auch mal selber ein Interview zu machen. Also ich war bei jedem Interview dabei, aber ich habe zum Beispiel auch mal das Interview mit Peter Fetz vom Hotel Hirschen in Vorarlberg auch mit ihm geführt. Ich musste es aufnehmen und dann transkribieren. Katharina schreibt super schnell, super gut mit, kann ich leider nicht. Ich musste das Ganze dann nochmal transkribieren, also ich habe wahrscheinlich auch wieder tausende Stunden investiert. Aber war eine coole Erfahrung, das einfach auch mal selbst zu machen, wie sich das auch anfühlt, quasi ein Interview zu führen und da mitzuschreiben. Und ich versuche eben auch ein bisschen oder immer mehr Fotos auch mitzumachen. Ansonsten kümmere ich mich um die ganze Webgestaltung sozusagen. Also ich betreue dieses Programm und lade die Sachen hoch. Katharina macht die komplette Fotobearbeitung auch. Also es ist schon ein bisschen gemischt, kann man sagen. Und es gibt natürlich immer wieder Feedback zwischen beiden für alles. Also es hat niemand so, das mache ich jetzt allein und du darfst nichts dazu sagen, sondern es ist gut durchgemischt, würde ich sagen. Ich habe hier eine Frage von Katrin, die würde nämlich gerne wissen, wie ihr denn das finanziert. Weil, also ich habe das nämlich auch schon gedacht, das ist ja wunderschön, auch dass ihr so viel reisen könnt. Macht ihr das
schreibt ihr auch die Artikel nebenher? Wie kriegt ihr das so als Side-Project gestemmt? Weil das nimmt ja sicherlich auch schon einen großen Teil. Also man sieht ja, wie viel Liebe da drin steckt, mit wie viel Detailliebe ihr das auch gestaltet habt. Die Typografie, die Bildwelten, die ganzen Geschichten auch oder dann das Aufarbeiten, wenn ihr solche Interviews auch macht. Wie kriegt ihr das so zeitmanagement-technisch hin? Also es ist von Vorteil, selbstständig zu sein. Wir teilen uns unsere Zeit ja Gott sei Dank selbst ein und nehmen uns dann einfach frei für die Reisen. Der Großteil davon sind durchaus private Reisen sozusagen, die wir einfach sowieso machen würden. Also ich glaube, es ist schon wichtig auch, dass wir einfach prinzipiell gern reisen und das irgendwie immer gemacht haben. Deswegen ist es sehr selbstverständlich, da auch darauf hinzusparen sozusagen und diese Dinge dann auch zu machen. Also ich schätze, wir leisten uns halt andere Dinge nicht, damit wir dann halt 3-4 Wochen auf Urlaub fahren können. Ja, okay. Also das ist schon so, man muss, glaube ich, dann für sich auch irgendwie feststellen, was einem wichtig ist im Leben und da uns diese Erfahrungen und diese Erlebnisse wichtiger sind als irgendein neues Outfit, kommt viel vom Geld wahrscheinlich da rein. Ja. Wir hatten durchaus schon aber Reisen gemacht, die in Zusammenarbeit mit Tourismusvereinen auch stattgefunden haben. Also die waren teils finanziert sozusagen in Zusammenarbeit dafür, dass wir dann Artikel schreiben oder Fotos machen. Wir waren auch zum Beispiel letztes Jahr in Zusammenarbeit mit Visit Vorarlberg und dem FAQ auf dem FAQ-Festival, wo dann einfach auch die ganzen, wo wir auf das Festival gehen konnten und dafür eben wieder Social Media, also so ein Social Media Betreuung, also nicht Betreuung, sondern Dinge für Social Media quasi produziert haben oder Fotos produziert haben und einen Artikel produziert haben. Also es wird immer mehr, aber es ist auf jeden Fall hauptsächlich ein Side-Project, wo wir einfach schauen, dass wir die Dinge, die wir in unserer freien Zeit machen, mit diesen Interviews zum Beispiel auch oder mit diesen Routen auch kombinieren. Ja, also, gibt ein Mix auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, total. Hier, Tim hat vorher auch schon für die Community den Link gepostet zur Webseite. Schaut da auf jeden Fall mal drauf. Es gibt total viel zu entdecken. Und ihr seid ja wie Überschallpinguine ständig unterwegs. Ich weiß nicht, hast du irgendwie so eine ganz bestimmte Story oder irgendwie was du gerne darüber erzählst? Von einer Reise, irgendwie ein bestimmtes Erlebnis? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich nie vergessen werde, ist, als wir in Schottland waren und quasi also auch Roadtrip gemacht haben und wir sind relativ weit zu einem Leuchtturm gefahren und dadurch, dass ja zu der Zeit einfach die Sonne sehr spät untergegangen ist, nämlich um 10 am Abend erst, hast du relativ lang warten müssen, bis ein schöner Sonnenuntergang war. Das heißt, wir waren sehr spät am Abend einfach unterwegs und es war noch ziemlich viel Zeit bis zum Sonnenuntergang und wir waren irgendwo im Nirgendwo und haben einfach riesen Hunger bekommen. Wir haben gesagt, okay, was sollen wir jetzt machen? Es gibt da halt irgendwie nichts. Und sind in irgendeinen ganz kleinen Store hinein und gesagt, Leute, gibt es da irgendwo was zum Essen, wo wir hingehen könnten? Und sie so, ja, also es gibt da so ein Lokal, das Red Roof Café, da die Straße rauf. Und wir fahren und wir haben uns gedacht, okay, fahren wir halt einfach mal los und fahren und fahren und fahren und kommen zu dem nettesten, schönsten, kleinen Farm-to-Table-Restaurant, wirklich im Nirgendwo, ein kleines weißes Hütchen mit rotem Dach, dem schönsten Gastgarten. Es war niemand dort außer uns und es war irgendwie eine Person dort und wir sind dann hin, sorry, aber gibt's was, also habt ihr offen? Und sie so, ja, wir haben halt offen. Und sie hatten echt genau noch einen Platz für uns und dann sind wir dort rein und es war innen wunderschön eingerichtet, also ein ganz, ganz, ganz schönes Farm-to-Table-Restaurant mit großartigem Essen, haben dort, glaube ich, ein Vier-Gänge-Menü bekommen und das war irgendwie so absurd, weil es so ein Zufallsfund war und das, die Erinnerung dran macht's mir immer ganz warm ums Herz, weil ich mir immer denke, so genau, das sind diese Momente, wo du dich halt auch ein bisschen diesem Flow halt auch hingibst und dieser Spontanität und dann solche Dinge entstehen, die dich komplett
vom Hocker reißen eigentlich, dass du auf das hier da gestoßen bist. Und ja, und danach sind wir halt echt noch weiter zum Leuchtturm und das war einer der schönsten Sonnenuntergänge meines Lebens. Also so perfekter, wunderbarer Tag. Krass, ja, es hört sich auf jeden Fall, man kriegt direkt Fernweh, wenn du so darüber erzählst. Und also schaut euch auf jeden Fall die Webseite an, da will man alles lesen und jedes Foto anschauen. Da gibt es so wunderschöne, also auch die Fotos sind extrem ästhetisch, die finde ich auch wunderschön. Ja, auch super, super Arbeit gemacht auf jeden Fall mit ganz vielen davon. Was ich da auch noch sehr cool fand, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber ihr habt da auch Musik dazu. Da gibt es einen Button noch auf der Webseite, wo ihr quasi wie die Soundtracks dazu machst. Da machst du ja da quasi auch immer noch die, die Cover so. Genau. Dazu, oder? Ich glaube, das ist ein Side-Project im Side-Project. Nein, aber ich habe das irgendwie immer ganz gerne gemacht, für Spotify-Playlisten Cover zu gestalten. Und für unsere Roadtrip-Playlists mache ich das nach wie vor. Ja, das sind echte Spielereien sozusagen. Mhm. Aber macht schon Spaß, da irgendwie noch ein bisschen, sich ein bisschen zu spielen damit. Und ja, ansonsten, was wirklich so unser Herzstück dann geworden ist von dem Ganzen, sind die Interviews. Also wir haben ja dann begonnen, auch bei jeder Reise ein Interview auszumachen mit einer Person und das ist dann schon, also noch ganz kurz zu der Frage, nämlich was so die schönsten Erlebnisse sind, das sind mitunter oft die allerschönsten Erlebnisse, zu sitzen und einer Person zuzuhören und in dem Moment irgendwie sich so aus seinem Körper so rauszubewegen und das von oben zu beobachten und sich zu denken, krass, dass ich jetzt da sitzen darf und dir bei deinen großartigen Geschichten und Erzählungen zuhören kann. Also ja, sehr, sehr wertvolles Projekt irgendwie auch, was es einem wieder zurückgibt. Also so viel zu Echos auch wieder. Ja, es ist ein total schön, noch ein paar Sachen mehr. Ja, es ist total schön, das anzuschauen und vor allem, was ich auch so faszinierend finde, wie ihr das beide in eure Selbstständigkeit auch integriert. Also das ist ja so der Traum eines jeden Selbstständigen, einer jeden Selbstständigen, quasi auf Reisen zu sein. Und da habe ich noch ganz kurz eine Frage. Schreibt ihr die Berichte, also klar, die Interviews macht ihr vor Ort, aber macht ihr die Aufbereitung, macht ihr das auch direkt auf den Reisen? Oder seid ihr da eher so, dass ihr sagt, so nee, ihr habt die Kamera, aber wenig Internet, wenig Computer, wie handhabt ihr das so? Ich würde sagen, es kommt voll darauf an, wie viel Zeit wir haben. Also es ist durchaus schon vorgekommen, dass wir Fotos sichten auf Reisen und da vielleicht mit der Bearbeitung schon anfangen, wenn viel Zeit ist. Aber bei vielen von diesen Reisen sind wir halt wirklich auch von früh bis spät unterwegs. Deswegen ist es oft einfach zeitlich gar nicht möglich. Also wenn dann vielleicht wirklich an den Orten, wo man mal 3 Tage vor Ort ist und wo man vielleicht einfach mal Zeit hat, überhaupt in den Laptop reinzuschauen. Aber oft, gerade die Roadtrips, also es ist wirklich so, in der Früh ins Auto, am Abend ins Bett und dazwischen 1000 Dinge erleben. Also oft fehlt Zeit dafür. Sehr, sehr cool. Das macht auf jeden Fall Lust auf Reisen. Ich mache hier auch gerade den Blick auf die Uhr und sehe, dass wir eigentlich schon am Ende der Stunde sind. Es ging wahnsinnig schnell vorbei. Thomas schreibt hier auch, die Stunde ist vorbei und er kannte eure Webseite und die Soundtracks sind seine täglichen Begleiter. Oh, schön! Und er dankt dir auch sehr. Ich danke dir auch total, dass du uns, es war total spannend zu sehen auch, dass du uns wirklich mal so einen Blick hinter die Kulissen gezeigt hast und wie man auf dem, wie du diese Geschichten außenrum auch entwickelst. Also sei es jetzt bei dem Branding-Projekt, das du uns gezeigt hast oder auch hier, wie ihr mit Geschichten arbeitet und wie ihr Geschichten sammelt und die aber auch aufbereitet und das unheimlich ästhetisch und gestalterisch schön. Für alle, bleibt noch gerne dran im Stream. Wir chatten hier danach noch auf Discord weiter. Und jetzt schauen wir mal noch ganz kurz einen Blick, was die Woche sonst noch so bringt. Wir haben nämlich morgen den David Leuter mit Handlettering in Fresco. Weiß gar nicht, sehen wir das hier noch? Und am Donnerstag, da freue ich mich auch sehr besonders drauf und ich glaube, das wird eine super interessante Folge mit dem Tim und der zeigt uns geheime Geheimtipps in Photoshop. Auf jeden Fall auch sehenswert. Marie, ich danke dir sehr. Willst du noch irgendwie, hast du noch einen
Abschlusswort, das du gerne mit uns teilen möchtest? Naja, vielen Dank auf jeden Fall auch mal, dass ich da sein durfte. Und ja, es ist natürlich gerade momentan eine schwierige Situation mit dem Reisen, weil wir jetzt so lange über Reisemagazine in ferne Länder reden, aber ich lege es jedem ans Herz, sein eigenes Land besser kennenzulernen. Es gibt wahnsinnig viel zu sehen, es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Man kennt es oft am schlechtesten sogar, weil es einen oft in die Ferne zieht. Stimmt. Und ja, die Zeit auf jeden Fall nutzen, um ein bisschen mehr rauszukommen und ein bisschen mehr abzuschalten auch vom Alltag. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Super, ja. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, Marie. Danke euch an den Chat. Mich hat es auch super gefreut. Und ja, dann mach's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag und dann bis bald. Bis Tschüssi. Bald. Tschüss.